Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Wintervideoreihe. Ein Rasenfreak will's wissen. Rasenpflege für Rasenfreaks habe ich sie genannt. Ja, es geht tatsächlich um alle Aspekte der Rasenpflege. Jetzt in den Wintermonaten kann man ja nicht so viel draußen tun. Es gibt aber auch noch ein paar andere Videos, wie ihr ja schon gesehen habt. Ein bisschen aus der Werkstatt kommt vielleicht was. Heute geht es um den Pflegehorizont. Also um die Tätigkeiten, die ich auf meiner Rasenfläche tun kann, tun muss oder tun sollte. Also ich erkläre euch heute, was ihr alles so auf eurer Rasenfläche an Tätigkeiten, an Arbeiten durchführen könnt. Und das machen wir wieder in Form einer Präsentation. Die wollte ich jetzt hier gerade schon abhauen. Akku ist noch voll. Genau, also wir steigen wieder um hier auf die Präsentation. Manche von euch finden es ja richtig cool. Danke für die tollen Feedbacks. Der eine oder andere, dem liegt das nicht so, diese Form der Wissensvermittlung. Okay, ich kann es nicht allen recht machen. Aber ich hoffe, ihr nehmt was mit hier jetzt in den Wintermonaten, um dann in der neuen Saison wieder voll durchstarten zu können. Gut, also schalten wir mal um. Ich muss wieder meine Aufnahme aktivieren und ihr seht nochmal hier die ganzen Themen, die wir jetzt im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch alle bringen wollen, also die ich noch alle bringen will. Und ja, ich hoffe, ich schaffe das wirklich. Ich bin noch ganz gut dabei. Also es sind schon ein paar Videos fertig und von daher glaube ich mal, dass ich das auch wirklich durchziehe. Ja, der Pflegehorizont. Was ist der Pflegehorizont? Fangen wir mal ganz unten an. Wir haben natürlich irgendwo immer einen Baugrund, einen gewachsenen Boden, irgendeinen Untergrund, auf dem die Rasentragschicht aufgebaut wird, also die Bodenschicht, in denen die Gräser wachsen sollen. Und genau das tun sie auch. Das nennt man dann oben dieses Rauswachsen der Blätter, den Blattaufwuchs in der Fachsprache. Also das Gras, was man eben an der Oberfläche sieht. Darunter ist natürlich das Wurzelwerk, der sogenannte Wurzelhorizont oder hier heißt er sogar Hauptwurzelhorizont, weil es natürlich auch schon Wurzeln gibt, die etwas tiefer reingehen in den Boden. Und eins der wichtigsten Themen überhaupt, gerade bei Sportplatz, bei Golfplatz, Rasenflächen, ist der Rasenfilz. Der ein oder andere von euch hat vielleicht auch mit Rasenfilz zu kämpfen. Und deswegen ist er hier mal mit eingezeichnet worden von mir. Und jetzt zu den Pflegezielen. Ja, was will ich eigentlich erreichen? Was sind eigentlich die wichtigsten Dinge hier im Pflegehorizont? Natürlich das erste Mal ist die Funktion. Ich habe eine Rasenfläche, die sollen bestimmte Anforderungen erfüllen. Sie soll entweder schön aussehen, sie soll dicht sein, sie soll gleichmäßig grün sein, sie soll gesund sein. Sie soll vielleicht auch ganz kurz geschnitten sein, soll belastbar sein. Das soll diese Rasenfläche natürlich erfüllen, irgendeinen dieser Funktionen. Deswegen ist natürlich oben das Blatt, der Blattaufwuchs, wie er jetzt genau heißt, besonders wichtig. Dann, was tatsächlich unfassbar wichtig ist und was ich auch in den ganzen Jahren megamäßig unterschätzt habe, ist, dass wir Luft in den Boden rein brauchen. Wir müssen Luft in den Boden reinkriegen, in erster Linie Sauerstoff. Den brauchen die Mikroorganismen, den benötigen wir für die Umsetzung der Nährstoffe im Boden, für die Pflanzenversorgung. Luft ist da ganz wichtig und in dem Zusammenhang ist auch die Bodenstruktur extrem wichtig. Ihr habt ja schon mal ein Video hoffentlich vielleicht gesehen, die gute fachliche Praxis, da ging es ja auch um die Sache Boden. Ne? Also erstmal muss man also eigentlich schon von vornherein einen guten Boden auf seine Rasenfläche draufgebracht haben. Was ein guter Boden ist, wie die Bodenstruktur aussieht, machen wir heute nicht. Heute geht es um die Pflegemaßnahmen, aber das kommt auf jeden Fall noch. Und nur nochmal, dass ihr schon mal gehört habt, Bodenmatrix. Es gibt eine sogenannte Bodenmatrix, also der Boden, die Rasentragschicht, besteht tatsächlich zu 45% aus mineralischem Material, also Gestein, 5% aus Organik und 25% aus Wasser und Luft. Und das ist auch schon die ideale Zusammensetzung des Bodens, der Rasentragschicht. Und hier nochmal ganz kurz, also aus 50% Festsubstanzen und aus 50% Porenvolumen. Also wir brauchen Poren, wir brauchen Löcher im Boden, damit da das Wasser und vor allem auch die Luft gut reinziehen kann.
So, jetzt schauen wir uns mal die Tätigkeiten genauer an. An erster Linie ist natürlich das Mähen die wichtigste Tätigkeit überhaupt. Also wirklich oft mähen erzeugt eine dichte Rasenfläche. Man muss aber auch bedenken, dass jeder Schnitt das Gras verletzt. Deswegen ist ein scharfer Schnitt, wie ich schon oft gesagt habe, ganz, ganz wichtig. Deswegen sind Spindelmäher so gut, weil die eben schneiden wie mit der Schere. Und Sichelmäher sind nicht ganz so gut. Da wird das Blatt ja abgeschlagen. Und da einen wirklich sauberen, ganz scharfen Schnitt zu erzeugen, ist nicht so ganz einfach. Beim Mähen muss natürlich die Ein-Drittel-Regel wirklich eingehalten werden. Also der Blattaufwuchs darf nur um ein Drittel wieder reduziert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rasenfläche habe, die 30 mm hoch ist, dann kann ich eben maximal 10 mm abschneiden, also von 30 auf 20 mm Schnitthöhe runtergehen. Das heißt ein Drittel-Regel. Man kann tatsächlich Gräser bis 2,5 mm Schnitttiefe schneiden, vielleicht sogar noch ein ganz kleines Tickchen tiefer. Das ist echt der Wahnsinn, was Gräser an der Stelle so aushalten. Das ist natürlich eine extreme Belastung. Eine gute Rasenfläche für den privaten Gebrauch sollte zwischen, sag mal, 40 und 50 mm Schnitthöhe haben. Dann kann das schon eine sehr schöne Fläche werden. Wir Rasenfreaks, gerade die so ein bisschen wie ich, so Golfplatz-Vorstellungen für die eigene Rasenfläche haben, wir gehen da gerne ein bisschen tiefer, aber das muss gar nicht sein. Das zweite ist das Groomern, das heißt das Senkrechtschneiden. Also das gibt also dann so senkrechte Messer. Ich werde auch immer hier ein Video jetzt einblenden, dass ihr euch das Groomern nochmal angucken könnt. Ich habe ja viele Videos zu diesen ganzen Themen schon gemacht. Nicht zu allen, aber zu vielen. Und da wird also mit ganz vielen senkrecht stehenden Messern werden die querlaufenden Halme abgeschnitten, werden die oberirdisch ausläufenden Sprosstriebe, die Stolonen werden getrennt. Es wird auch ein bisschen Rasenfilz, abgestorbenes Gras rausgezogen aus der Grasnarbe. Die Halme werden ausgerichtet. Der Groomer läuft in der Regel immer vor der Spindel, also vor dem Messer. Das Groomern ist tatsächlich eine Tätigkeit, die wir auch im privaten Bereich eigentlich nicht machen müssen. Je kürzer das Gras ist, desto wichtiger wird das Groomern, also dieses senkrechte Schneiden der Gräser. Als nächstes haben wir das Topdressing. Das ist tatsächlich auch eine aus meiner Sicht mechanische Tätigkeit. Hier wird schon zum ersten Mal mit Sand gearbeitet. Topdressing heißt, mit einer wirklich dünnen Sandschicht die Rasenfläche bestreuen. Man sagt so 0,5 bis 1 Liter, eigentlich eher 0,5 bis 0,8 Liter gewaschenen Sand. 0,1, also 0,06 bis 1 mm Korngröße, das ist sinnvoll. Warum tun wir das? Warum ist Topdressing so wichtig? Einmal natürlich, um die Rasenfläche ein bisschen zu glätten. Zum Zweiten, um die Oberfläche trocken zu halten. Und zum Dritten, um den Rasenfilz zu reduzieren. Denn Sand sorgt dafür, dass tatsächlich die Struktur oben im Rasenfilz etwas aufgelockert wird, Luft leichter in den Boden reinkommt und die Mikroorganismen dadurch in der Lage sind, den Filz abzubauen. Die nächste Tätigkeit ist das Lüftenstriegeln. Das geht schon so ein ganz bisschen tiefer, es geht schon ein bisschen mehr in den Filz hinein. Lüfter werde ich auch hier einblenden. Das sind so ganz feine Drahtzinken, die zupfen so das tote Gras, den Rasenfilz aus der Fläche raus. Das Striegeln ist so ein bisschen gröber, es wird auf Sportplätzen gerne durchgeführt. Da wird mit so gröberen Drahtzinken über die Fläche gefahren und auch das reduziert tatsächlich gut den Rasenfilz, lüftet den Boden, verteilt auch wirklich sehr gut, gerade die Striegel verteilen sehr gut die Wurmhäufchen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir mal so einen Striegel selber bauen sollte für meine kleine Rasenfläche. Sowas habe ich nicht. Also einen Striegel habe ich tatsächlich nicht. Ich arbeite immer mit der Lüfterkassette, die man in so ein Spindelmäher reinsetzen kann. Gut, ja, die nächste Tätigkeit ist das, was ihr natürlich kennt, das Vertikutieren. Das geht jetzt noch so ein bisschen tiefer in den Rasenfilz rein. Ich empfehle immer maximal 5 mm in den Rasenfilz, in den Boden reinzuschneiden, um möglichst wenig die Wurzeln zu schädigen, um auch nicht zu viel aus der Fläche rauszureißen.
Aber wenn man eine starke Filzschicht hat, ist das Vertikutieren tatsächlich dringend notwendig. Bei gerade so verfilzten Flächen wie bei meiner Rasenfläche, wo ich ja die Agroste Schlonifer drin habe, da ist das Vertikutieren tatsächlich notwendig und ich muss es tatsächlich auch öfters durchführen. Ja, ein tiefes Vertikutieren, da gibt es kein deutsches Wort für. Ich hätte jetzt tiefes Vertikutieren reinschreiben können hier, aber das ist das sogenannte Scarifying. Da versucht man also schon mit den Vertikutiermessern durch die Filzschicht hindurch zu schneiden, also schon in den Wurzelhorizont reinzuschneiden, um eben noch aggressiver den Filz rauszuziehen. Das bedeutet aber auch immer einen großen Stress für die Rasenfläche. Und da macht es dann auch schon Sinn, hinterher mit Sand so ein bisschen diese Schlitze wieder zu verfüllen, damit die Struktur, die Bodenstruktur offen bleibt, damit Luft und Wasser in den Boden wieder gut eindringen kann und sich dadurch der Filz halt schnell zersetzt. Ja, wir sind also jetzt schon im Hauptwurzelhorizont. Der ist so ungefähr 5 bis 8 cm tief. So tief wachsen in der Regel die Wurzeln. Gräser sind erstmal grundsätzlich Flachwurzler und deswegen ist das gar nicht so tief. Und deswegen gehen die meisten Aerifizierer, nämlich jetzt das Graden kommt noch, Aerifizieren kommt gleich. Und deswegen gehen die meisten Geräte gar nicht so tief. Eine Tätigkeit, eine mechanische Arbeit, die ihr vielleicht überhaupt nicht kennt, ist das sogenannte Graden. Da wird auch mit Scheiben werden tiefe Schlitze in den Boden reingeschnitten. Und diese Schlitze werden dann sofort anschließend mit Sand verfüllt. Also noch etwas schärfer als das Scarifying und das Vertikutieren. Noch tiefer rein in den Wurzelhorizont, um noch mehr Luft, noch mehr Wasserdurchlässigkeit hier zu erreichen, um noch schärfer den Rasenfilz zu bekämpfen. Das ist für unsere normale Rasenfläche eigentlich nicht möglich. Ich will bloß hier keine Tätigkeit auslassen. Ja, dann kommt das Aerifizieren. Das kennt ihr alle. Auch dazu will ich hier mal ein Video einblenden. Da werden halt Löcher in den Boden gestanzt mit Vollspoons, mit Hohlspoons, mit Kreuzspoons. Da gibt es diverse Lochstecherformen, um auch wieder Luft, Wasser und Sand in den Boden reinzukriegen. Gerade mit Hohlspoons, die können von 8 mm bis 25 mm Durchmesser haben, diese Hohlspoons. Und da kann man schon sehr viel Sand in den Boden mit einarbeiten, um die Bodenstruktur zu verbessern. Was ich am Anfang ja gesagt habe, Bodenstruktur, Porenvolumen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und diese Tätigkeiten tut man vor allen Dingen immer, wenn man Probleme hat, wenn man verdichteten Boden hat, wenn man keine gute Wasserdurchlässigkeit hat, wenn man kein gutes Gräserwachstum hat. Ja, die Rasentragschicht ist für unsere Verhältnisse, für Sportplätze, so ungefähr 15 cm dick. Und da arbeiten wir jetzt rein mit dem Aerifizierer, sogar auch teilweise durch den Hauptwurzelhorizont durch, das heißt den tiefen Aerifizieren. Und es gibt natürlich noch andere Tätigkeiten, Spiken, Schlitzen. Also man kann also auch mit anderen Geräten noch tiefer in den Boden reinarbeiten, um die Verdichtung zu verändern, um einfach die Bodenstruktur aufzubrechen, damit Wasser und Luft, ich sag's immer wieder, in den Boden reinkommt. Das letzte ist das tiefenlockern Bohren. Wenn man also große Probleme hat mit Verdichtung, mit Sperrschichten, wenn man die Wasserdurchlässigkeit bis in den Baugrund hinein verbessern will, das ist tatsächlich auf vielen Sportplätzen notwendig, weil die nur eine sehr flache Rasentragschicht haben und dann ist darunter irgendein falscher Baugrund, irgendeine falsche Bodenstruktur und da muss man dann durch Tiefenlockerung, also richtig tief in den Boden rein. Ja, bis zu 40 cm kommt man also mit den Terra Spikes und Verti Drains und wie sie alle heißen, in den Boden hinein, um da wirklich also richtig dann was zu verbessern und zu verändern. Und klar, das ist dann auch schon richtig teuer und braucht richtig kräftige Geräte. Ja, das sind tatsächlich die Tätigkeiten, die so im Bereich des Pflegehorizonts in der Grasnarbe, in der Rasentragschicht durchgeführt werden.
Bei weitem nicht alle sind für uns notwendig, aber wenn man Probleme hat, dann sollte man natürlich irgendeine dieser Tätigkeiten anwenden, um die Probleme zu beseitigen. Was sind Probleme? Probleme, ich habe schon ein paar Mal gesagt, sind Sperrschichten. Also zum Beispiel irgendwelche Schichtaufbauten durch Sand. Ich habe es ja gerade in meinem letzten Video hier gezeigt. Da habe ich eben groben Sand in so Schichten, so dicken Schichten in meiner Rasentragschicht eingearbeitet. Und die vermischen sich nicht mit dem anderen Boden. Und da muss man dann gegenarbeiten. Oder man hat tatsächlich zwischen der Rasentragschicht oder zwischen dem Wurzelhorizont und dem darunter liegenden Boden irgendwelche Porenbrüche, heißt das, also irgendwelche Schichten, wo das Wasser nicht durchlaufen kann, oder eben zum Baugrund, da sind Fehler gemacht worden, da haben einen ganz groben Kies und darüber kommt ein ganz feiner Mutterboden, dann entstehen da Sperrschichten, die dafür sorgen, dass das Wasser nicht abläuft und dadurch hat man dann eben Staunässe, dann hat man Verdichtung, dann hat man sogenannte anaerobe Bereiche, also Bereiche, wo kein Sauerstoff mehr hinkommt. Und hier kann man eben wieder diese Tätigkeiten gezielt einsetzen, das Graden oder das Aerifizieren oder von mir aus auch das Tiefenlockern, um diese Sperrschichten aufzubrechen und dann mit Sand dafür zu sorgen, dass der Boden mehr wasserdurchlässig ist, mehr luftdurchlässig ist. Und dann wachsen die Wurzeln wieder besser und fühlen sich wohler und die Gräser, die freuen sich darüber. Genau, letzte Problemzone, nur dass ihr schon mal das gehört habt, ich habe es ja eben schon gesagt, anaerobe Bereiche, das heißt Bereiche, wo es Sauerstoffabschluss durch Verdichtung gibt. Es gibt dann so wirklich schwarze Bereiche im Boden, da gibt es so Oxidationen mit Eisen und mit Schwefel und wenn man da mal reinsticht und so ein Bodenprofil zieht, dann kann man auch wirklich riechen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das stinkt nämlich nach Schwefel, also nach faulen Eiern. Und da hat man dann wirklich schon ein Problem. Und da muss man eben auch wieder richtig rangehen. Das heißt übrigens Black Layer, solche Schichten im Boden, vor allen Dingen auf Golfplatzgrüns kommt das vor, solche Black Layer Schichten, also da, wo kein Sauerstoff mehr ist, da muss dann natürlich wieder mit Löchern gearbeitet werden, wieder mit dem Aerifizierer, wieder Sand reingebracht werden. Und wie ich es vorhin schon am Anfang gesagt habe, das Allerwichtigste, wir brauchen Sauerstoff im Boden, wir brauchen Luft im Boden. Dann entsteht eine gute Bodenstruktur, dann haben wir ein reges Bodenleben, dann freuen sich die Mikroorganismen, dann setzen die Würmer, die ganzen Kleintiere, den Boden um und es entsteht eine wunderbare homogene Bodenmatrix mit ausreichend Luft, Wasser und dann dadurch auch mit ausreichend Nährstoffen. Das mache ich im nächsten Video oder im übernächsten. Eins von beiden kommt jetzt. Das Thema Bodenleben kommt als nächstes. Vielleicht mache ich noch vorher Bodenaufbau und Bodenstruktur. Aber ich glaube, ich werde die Bodenbiologie, das Bodenleben vorziehen. Das war für heute das Thema der Pflegehorizont. Ihr könnt ja mal googeln, wenn ihr euch für irgendeine Tätigkeit interessiert. Es gibt da noch weitere Sachen. Also mit Druckluft kann man arbeiten, mit richtigen Bohrern. Das heißt ja ein Drill and Fill. Da kann man also richtig Löcher mit einem Bohrer bohren. Dann werden die wieder mit getrocknetem Quarzsand gefüllt. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, um den Boden zu verbessern. Ich wollte euch heute einen Überblick geben über die verschiedenen Tätigkeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's soweit. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.